Wir liegen heute in Langkawi vor Malaysia vor Anker und wir laufen in 2,5 Stunden aus. Alle Maschinen wurden kontrolliert, die Strahler wurden überprüft. In diesem Fall wird man dann über Backbord Bug drehen. Wir haben hier einmal die beiden Hebel vorne für die beiden Bugstrahlruder und für die beiden Heckstrahlruder. Zum Ablegen würden wir dann den Bugstrahlruder auf 2 legen, den Heckstrahlruder auf 4, weil der Heckstrahler etwas schwächer ist als der Bugstrahlruder. Wir würden dann das Heck etwas mehr öffnen, das heißt, wir würden den Bug weiter geöffnet lassen, den Heckstrahler auf 6 bis 7 stellen, das heißt, dass das Heck etwas mehr öffnet und dann würden wir das Schiff 20, 30 Meter parallel bewegen und dann, wenn wir vorne frei sind, würden wir den Bugstrahler auf 0 setzen bei einer 8er Ausbewegung dabei. Und wenn wir dann, wenn der Bug frei ist, ungefähr bei 30 bis 40 Meter das Schiff 8er aus laufen lassen und würden wir dann, wenn das Schiff direkt Richtung Pier zeigt, den Bugstrahler nach Backbord legen. Das heißt, dass wir dann bei einer 8er Ausbewegung uns von der Pier frei drehen. Und wenn wir dann in Auslaufrichtung sind, dann würden wir beide Hebel auf Pitch 30 vorauslegen und dann die Bug- und Heckstrahlruder stoppen und dann Ruder mittschiffs und dann den Kurs je nach Auslauf Richtung natürlich dann anpassen.